halben Stunde durften wir Thomas überraschen mit einem schicken weißen Renault Clio. Der ist Fußballtrainer für so eine Minimannschaft mit Knirpsen so um die 5 Jahre. Ja, hast du da mal zugeschaut? Da musst du als Trainer fast mehr Zeit damit verbringen, auf dem Platz zu rennen und die Schuhe zuzumachen, als die zu trainieren. Das ist wirklich voll ganz süß. Niedlich, ja. Ja. Das ist die G-Jugend beim SV Askania Köpenick. Und eine Fußballmami, die Bettina, hat dem Thomas Danke gesagt für seinen tollen Einsatz. Und Thomas ist wirklich ein ganz Süßer. Für ihn ist es selbstverständlich, dass er sich um die Kinder bemüht. Ja, na, ich freue mich, mit den Kindern zu arbeiten. Es macht auf jeden Fall viel Spaß, den Kindern was beizubringen und auch die Zeit mit den Kindern zu verbringen und zu sehen, wie sie sich entwickeln, wie sie immer besser werden, wie die Eltern sich am Rand freuen, wenn die ersten Tore geschossen werden, wenn die Kinder sich freuen. Das ist einfach das Schönste, was man erleben kann dann. Jetzt gibt's das große Dankeschön, neues Auto. Damit hast du nicht gerechnet, aber nehmen tust du es, glaube ich, trotzdem ganz gerne, ne? Ja. Ja. So, ich glaube, ich muss erst mal mit den Kollegen einen Sekt trinken oder so. Genau, um diese Uhrzeit macht das immer viel Sinn. Ja. Okay. Ja, und das Coole ist ja auch, Thomas hatte bislang gar kein Auto und kann jetzt gerade im Winter ja die ganzen Outfits und Bälle und so transportieren mit dem Wagen und die Kids auch vielleicht mal abholen von zu Hause. Da haben wir uns natürlich sehr gefreut, die Kinder sich natürlich auch. Und Bettinas Sohn, der Viktor, den Thomas ja trainiert, der freut sich auch und hat auch ein ernstes Anliegen. Tommy, du bist ein toller Trainer. Und ich wünsche dir viel Glück bei deinem Auto zu fahren und mach dich nicht wieder so kaputt. Ich wünsche dir viel Glück bei deinem Auto zu fahren. Das ist ja, ja, wirklich unglaublich.